Herzlich willkommen. In der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen in Salzburg haben wir in den letzten Jahrzehnten tausende Zukunftsbücher gelesen. Das war der Auftrag von Robert Jung. Jetzt fragen wir uns, welche Ideen in diesen Zukunftsbüchern sind heute besonders relevant? Denn wir fragen uns, was kommt danach? Wir erleben eine Krise unseres Gesellschaftssystems, die ausgelöst würde durch eine Gesundheitskrise, die übergehen wird in eine Wirtschaftskrise. Wir sind mittendrin. Es gibt viele Menschen, die sehr vernünftig sagen, was jetzt zu tun ist. Als Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen wollen wir einen bescheidenen Beitrag zur Diskussion leisten. Wie gehen wir in Zukunft damit um? Wir fragen uns deshalb, welche Ideen aus den tausenden Zukunftsbüchern, die wir gelesen haben, wir jetzt aus der Schublade hervorholen sollen. Hans Holzinger hat eine weitere Idee eines Buches, das er uns jetzt ans Herz legt. Lieber Hans, schönen Morgen. Von welchem Buch willst du reden? Ja, guten Morgen, Stefan, auch dir. Ich möchte heute über einen Titel sprechen, den man denken könnte, der ist nach der Corona-Krise geschrieben worden. Und warum? Weil er heißt Die Welt neu denken. Das Buch stammt von Maya Göppel. Sie ist Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats für globale Umweltveränderungen der deutschen Bundesregierung. Sie hat vorher am Wuppertal-Institut gearbeitet und auch beim World Future Council. Ja. Göppel ist Ökonomin, aber viel stärker noch ist sie eine exzellente Kommunikatorin. Daher tritt sie auch viel in Talkshows auf oder wird zu Vorträgen eingeladen. Ja. Die Welt neu denken bei Maya Göppel bezieht sich natürlich schon auf die Zeit vor der Krise, vor der Corona-Krise. Ihr Thema, das Anliegen ist im Grunde bekannt. Es geht um Klimawandel, um die Klimakrise, es geht um Artensterben, es geht um das Verlust an Böden, an Süßwasserspeichern, an die Zerstörung der Meere. Ja? Aber Göppels Anliegen ist, und das ist, glaube ich, jetzt die Parallele zur Corona-Krise. Sie sagt, wir müssen tatsächlich den Ernst der Lage erkennen. Nicht nur darüber sprechen, dort ein bisschen an der Schraube drehen, sondern es geht um sehr, sehr viel. Und ich denke, die Corona-Krise hat uns das jetzt bewusst gemacht, weil auf einmal geht es wirklich um Leben und Tod zumindest für die Hochrisikogruppen. Ja. Ich möchte ein Zitat von ihr bringen. Sie schreibt, weiterzumachen wie bisher ist keine Option, weil es zu radikalen und wenig einladenden Konsequenzen führt. Denn auch wenn wir gar nichts ändern, verändert sich viel, nur nicht zum Guten. Ja. Bei der Corona-Krise ist uns das und jetzt selbstverständlich. Ich denke, bei anderen Krisen wie der Klimakrise, dem Artensterben an, ist es uns in dieser Dringlichkeit nicht bewusst. Was schlägt sie jetzt konkret vor, dass wir tun sollen? Die Welt neu denken, die Welt neu erfinden. Viele von uns haben diesen Instinkt. Wir werden uns wahrscheinlich aber nicht einig sein, was wir genau darunter verstehen. Was ist Ihr Vorschlag? Ich meine, sozusagen ihre Vorschläge sind nicht neu. Ja. Sie spricht davon, wir müssen der Ressourcenvergeudung einen Preis geben. Ja. Wir brauchen eben ein anderes Steuersystem. Wir brauchen eine fairere Verteilung des Ganzen. Wir müssen uns von Wirtschaftswachstum in der jetzigen Form verabschieden. Also die Vorschläge sind nicht neu. Was ich bei ihr sehr gut gefunden habe, ist, sie bringt es auf den Punkt und zeigt auf, wie dringlich es tatsächlich ist. Ja. Also sie bringt ein Beispiel. Wir dürften noch im Grunde, wenn wir also uns das 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen, ja, dann dürften wir noch und wir nichts ändern, jetzt sagen, weiterhin so viel CO2 ausstoßen wie jetzt, dann wäre unser Weltkontingent im Grunde in 10 Jahren aufgebraucht. Ja. Jetzt kann man sagen, ja, ist das legitim, eine Parallele zwischen der Corona-Krise und der Klimakrise zu ziehen? Ja? Aber Klimaforscher wie die Helga Kromp-Kolb, ja, oder auch Hans Schellnhuber oder Stefan Ramsdorf tun das in der Tat mit dieser Argumentation, die auch Maya Göppel hat. Es geht darum, ernsthafter an die Dinge heranzugehen. Ja. Ich glaube, da gibt es eine Beobachtung von mir, die ich für sehr relevant finde. Also Menschen, die nach 1945 geboren wurden, sehr viele von ihnen, nicht alle natürlich, leben in dem Bewusstsein, dass es negative Zukunftsbilder gibt. Aber die Erfahrung der letzten 70 Jahre scheint ja zu sagen, aber das tritt ja schlussendlich nicht ein. Wir haben sehr viele Erfahrungen von apokalyptischen Szenarien, die nicht gekommen sind. Saurer Regen, Ozonloch und so weiter. Es scheint so, nein.
Das hatten wir schon, zum Schluss wird alles gut. Und jetzt ist eine Vorhersage, nämlich die der Pandemie, wirklich nicht gut geworden. Und das ist etwas, was wahrscheinlich den Menschen, die jetzt die größte Bevölkerungsgruppe ausmachen, die nach 1945 geboren sind, etwas Schockierendes. Und da kommt der Klimaschutz ja tatsächlich rein. Die Argumente, dass der Klimaschutz zu verheerenden Folgen bei uns führt, waren, sind uns genauso nahe, Schrägstrich fern, wie die einer Pandemie. Und vielleicht wird jetzt wirklich greifbar, dass nein, es wird nicht von selber gut mit der Klimaveränderung. Vielleicht ist das ein, die Engländer würden sagen, Wake-up-Call, ein Aufwachen, dass nein, dieses Zukunftsszenario könnte tatsächlich ernst werden. Ich hoffe, es wird so sein. Sicher bin ich mir noch nicht. Bei der Corona-Krise spüren wir unmittelbar, wir hören jeden Tag von Todeszahlen, zuerst China, dann Italien, Spanien, jetzt auch in Österreich höhere Todeszahlen. Und man kann sogar dann Angehörige, man kennt Menschen vielleicht, die sogar in diese Situation kommen. Insofern geht es jetzt noch unmittelbar um Handeln, aber es gibt schon sehr viele Parallelen. Im Grunde können wir unsere Grenzen nicht schützen. In gewisser Weise geht es jetzt, ja. Man kann sozusagen sich in der Region besser schützen, wenn die Menschen sich an die Auflagen halten, wenn das öffentliche Leben reduziert bleibt. Die Klimakrise ist im Grunde, wird sie bei uns eher als schleichende Krise wahrgenommen, ja. Beim Coronavirus sieht man jetzt im Grunde, das bedroht uns, ja, das bedroht uns unmittelbar. Und aber sozusagen die Klimakrise ist für Menschen in anderen Regionen genau das. Sie sind dem ausgeliefert, sie können nichts tun. Nur ist das eben weit weg von uns. Ich glaube, am ehesten spüren es bei uns, ja, die Landwirte, die Bäuerinnen, wenn die Ernten wegbrechen. Aber sonst ist das bei uns noch weniger greifbar, ja. Lieber Hans Holzinger, herzlichen Dank. Abschließend, wie immer, die Frage: Empfiehlst du, dieses Buch zu lesen? Ich empfehle es zu lesen. Ich habe schon gesagt, die Dinge sind nicht neu, aber sie hat eine Sprache, die auch sozusagen neue Begriffe bringt. Sie spricht zum Beispiel nicht nur von Wertschöpfung, sondern auch von Schadschöpfung. Und wenn sie über Verzicht schreibt, fragt sie, ich kann nur auf etwas verzichten, das mir nach der Lage der Dinge zusteht. Der Wohlstand, in dem ich die westliche Welt lebe und an dem sie sich viele Entwicklungsländer orientieren, hätte nach den Regeln der Nachhaltigkeit aber gar nicht erst entstehen dürfen. Also sie kehrt Dinge um und ich glaube, das macht das Buch sehr wichtig und spannend. Okay, wenn Sie, lieber Zuhörer, Zuhörerin, Zuseher, Zuseherin, Lust haben, auch in Ideen zu stöbern, tun Sie das doch auf unserer Homepage. Unter prozukunft.org haben wir knapp 5000 Zukunftsbücher kompakt zusammengefasst. Es ist Volltext suchbar. Und vielleicht stoßen Sie auf eine Idee, die wir vergessen haben, die wir jetzt hervorkramen sollten. Es hilft nichts, wir müssen über die Zukunft reden, auch wenn die Gegenwart uns sehr viel abverlangt. Schönen Tag, wir melden uns hier wieder, wenn wir einen neuen spannenden Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin haben.